Willkommen zurück zu Let's Play Tropico 5, die Welt verändern. Wir befinden uns vor der vierten Mission, glaube ich. Vierte Mission, schnappt zwei Steine, füllen Sie Ihr Schweizer Bankkonto mit unglaublich viel Geld, ist die Missionsaufgabe. Wir lassen alles wie bekannt, Wirtschaft, Politik, Mittel. Naturkatastrophen ebenfalls, nur gelegentlich, und wir spielen auf Cayo de Fortuna. Ja, so sieht's aus. Unsere erste Insel, mit der wir gespielt haben. Baubau haben wir schrecklich. Schon ganz schön extrem gemacht. Teuer und kaum effektiv. Der Orden hat es mit Vernunft, Politik und Geld versucht. Aber jeder Versuch ist fehlgeschlagen. Um die Welt zu verändern, brauchen wir etwas Stärkeres. Wir brauchen Furcht. Wir brauchen eine neue Superwaffe. So zerstörerisch, dass allein das Wissen um ihre Existenz alle Kriege mit einem Schlag beenden würde. Es gibt nur einen Mann, der uns bei der Verwirklichung dieses Plans helfen kann. Der brillante Abraham Zweistein. Ich muss ihn aus dem kleinen Land schmuggeln, in welchem ich mein Geld verstecke. Okay, schnappt Zweistein ist hier also die Mein Mission. Junger Schüler, wie ich hörte, ist der brillante Wissenschaftler Dr. Abraham Zweistein aus Deutschland geflohen und versteckt sich jetzt in der Schweiz. Meine Agenten haben mich darüber informiert, dass die Achsenmächte ihre eigene Superwaffe entwickeln und ihn dringend zurückhaben wollen. Die Schweizer sind jedoch verschlagene Leute und wollen ihn an den höchsten Bieter ausliefern. Doch der Preis, den sie verlangen, ist so absurd hoch, dass es billiger wäre, das ganze Land zu kaufen. Ich habe sie immer wieder gelehrt, im großen Rahmen zu denken. Und genau das ist es, was wir machen werden. Kaufen Sie die Schweiz mit $50.000 aus Ihrem Schweizer Nummernkonto. Die Belohnung dafür, Sie gewinnen die Mission. Gut, das ist eine knackige Belohnung. Die hätte ich gerne. Wahlrecht bleibt alles, wie es ist. Immer mehr Leute sagen Nein zum hektischen Stadtleben. Alle Bürger hätte ich gerne. Und ansonsten bleibt der Natur zu werden. Gut. So ist es recht, Forschung. Leute. Der Strand ist lang genug für alle. Und meine Bar ist rund um die Uhr geöffnet, um eure erstmal, weltlichen Wünsche zu erfüllen. Strom brauchen wir. Strom, dann Botschaften und dann die Militärbasis, gefolgt von Stahl, gefolgt von... dann schauen wir weiter. Gut, alles klar. Sehr schön. Ja, jetzt müssen wir natürlich wieder schauen, wie es hier weitergeht. Wir haben nämlich natürlich jetzt wieder das Problem, dass wir relativ frisch hier dabei sind und jetzt erstmal wieder weiterentwickeln müssen. Was mir jetzt natürlich auf Anhieb erstmal nicht so gut schmeckt. Herzlichen Glückwunsch, Herr Präsident. Ja. Nur wer das Verrückte versucht, erreicht das Unmögliche. Na klar. Ihre Bemühungen, alle Kriege zu beenden, sind lobenswert. Doch ich fürchte, dass unsere technologischen Fähigkeiten unsere Menschlichkeit übersteigen. Selbst mit weiteren Forschungsarbeiten bin ich skeptisch, dass wir die Menschheit von ihrem Weg zur Selbstzerstörung abbringen können. Ich bin mir nicht sicher, mit welchen Waffen der Dritte Weltkrieg ausgetragen wird. Aber im Vierten Weltkrieg werden sie mit Stöcken und Steinen kämpfen. Wie sehr ich mir wünschte, es gäbe eine Insel für alle, die weise und guten Willens sind. Ja, die hast du gefunden, Herr Zweistein. Nämlich hier bei uns gibt's diese Insel. Ja, gut. Wir müssen jetzt erstmal schauen. Das dürfte als allererstes wichtig sein, dass wir hier ein bisschen Kohle machen. Und diese Kohle kommt natürlich nicht von ungefähr, sondern... Die ist schon ein bisschen schwieriger zu bekommen. Wir werden erstmal schauen, dass wir hier weitere Farmen bauen. Was ist denn hier los? In der Molkerei gibt es nichts zu tun. Farm, Rinder, Schweine, Ziegen. Da geht aber noch mehr, würde ich sagen. Hier diese blöde Hütte, die reißen wir mal ab. Und dafür kommen da noch einige... na, komm schon. Wo haben wir sie? Ja, hier, dafür kommen noch einige Farmen hier hin. Ja, so, das passt. Wir machen mal eine Lama-Farm. Und dann machen wir noch eine... die Hütte hier muss auch noch weg. Und dann
kommt hier noch eine... noch eine Rinderfarm hin, einfach weil sie erstmal die produktivste aller Farmen ist. So, bitte, Dankeschön. Dann müssen wir hier die Straße noch ein kleines bisschen verlängern, wollte ich sagen. So, das haben wir getan, das ziehen wir auch mal konsequent durch. Bitteschön. So, gut, hier spricht auch nichts dagegen, wenn wir hier ein bisschen weiter bauen. So, hier jetzt einfach auch nochmal ein kleines, schönes, keine Plantage will ich nicht. Ich will ein Holzfällerlager. Ich denke, das wird sich hier doch auch noch ganz gut machen. Hier sind ja nur einige Bäume, die zu fällen sind. Gehen die auch auf die andere Straßenseite? Ja, ich denke schon, dass die da auch auf die andere Straßenseite für gehen werden. Ansonsten stehen hier ja auch einige. Und somit machen wir dann wieder ganz gutes Geld. Passend dazu gibt es natürlich dann auch noch eine Zeitung. Nein, was wollte ich nehmen? Ein Sägewerk, ganz genau. Das entfällt mir manchmal. So, bitteschön. Da haben wir dann eigentlich wieder ganz gute Karten dabei. Und das funktioniert dann auch ganz gut. So, hier haben wir eine ganz schicke Wohnsiedlung eingerichtet. Wir müssen jetzt natürlich abseits hier irgendwo ein Industriegebiet errichten. Als erstes brauchen wir relativ viele neue Erkundungsmissionen hier so hin. So, damit wir hier auch schön alles erkundet kriegen. So, wir wissen ja mittlerweile um die Gefahr der militärischen Konfrontation in diesem Spiel, weswegen mir natürlich auch das Militär nicht zu kurz kommen soll. Boah, wenn ich mal eine Möglichkeit hätte, hier irgendwie hochzukommen, das wäre sehr lecker. Aber mir wird hier gerade keine einfallen, wenn ich das so sehe. Also da kommt man, glaube ich, nicht hoch. Und hier auch nicht. Und hier wohl eher auch nicht. Naja, hier eventuell. Hier könnte das klappen, aber ich bin mir nicht sicher. Aber hier ist auch schwierig, irgendwas zu bauen. Okay, da wir hier momentan noch überhaupt keine militärische Verpflegung haben, was ein kleines oder fast schon großes Problem ist, sollte man sich da relativ fix drum kümmern. Wir machen das so. Wir bauen hier auf eine Seite, und zwar, ich denke, dass wir die hier nehmen. Da bauen wir einen zweiten Handelsstandort und hier müssen wir uns die Seite freihalten für was anderes, relativ Wichtiges. Wir bauen jetzt erst einmal hier eine Straße lang, von hier aus. Na, da müssen wir gleich auch erstmal warten, dass das entdeckt wird. Okay. Gut. So, wir machen erstmal weiter. Schauen mal, dass diese Sachen hier schnell fertig werden. Das ist schon ganz gut. Da können wir uns hier mal eine Quest abholen. Eine großartige Zeit, Diplomat zu sein. Alle eilen umher, um Verbündete für den Weltkrieg zu sammeln. Bankette und teure Geschenke sind Teil meines Alltags geworden. Beide Seiten bieten potenziellen Verbündeten hohe Belohnungen an. Warum bauen wir keine Botschaft und laden jemanden ein, damit wir noch bessere Geschenke bekommen? Ist eine ganz gute Idee, das kann man durchaus machen. Botschaften sind relativ wichtig und deswegen wollen wir auch mal eine Botschaft bauen. Wir sind, denke ich mal, schon noch darauf angewiesen, auf die großen Weltmächte, da sind wir leider noch keine von und ich finde gerade einfach die Botschaft gar nicht. Wo ist die Botschaft denn hier? Highschool, Universität? Nein. Klinik, Kirche, Zeitung? Nein. Auch nein. Auch nein. Auch nein. Auch nein. Auch nein. Das gibt's doch gar nicht. Wo haben wir Botschaften hier? Bin ich doof? Nein. 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 Hier ist Botschaft, aber wir haben das noch nicht entdeckt. Okay, daran scheitert's. Na gut, habe ich verstanden. So, das hier müsste gleich fertig sein. Sieh zu. Ich will nicht die Bauschleifen immer so vollpacken. So, na wunderbar, das hätten wir erledigt. Da wird sich gleich schon jemand einfinden. Jetzt können wir ja erstmal dafür sorgen, dass wir hier Highschool und Universität reinkriegen. Nervig das Geräusch von Tropico. Okay. Das neu errichtete Sägewerk. Wie ihr wisst, bin ich derzeit die Titelverteidigerin. Mhm. Mit diesem Geräusch. Ja, damit bist du auch vollkommen,
vollkommen zurecht da oben. Okay, so, wir bauen hier in die Nähe der Leute, bauen wir mal wichtige Gebäude, wie beispielsweise hier eine Universität hin, nicht eine Universität, eine schicke Schule hin, ja, das ist, denke ich mal, gut, oder sollen wir es lieber so machen, so rum, zu den Häusern hin, nee, besser so zur Straße hin, würde ich sagen, so, nicht zu eingedrängt hier, so ist das in Ordnung, und direkt daneben bauen wir auch noch eine Universität, dafür fehlt uns nur momentan das Geld, wir haben leider momentan jetzt nicht so die ganz riesigen, nicht so die ganz riesige Wirtschaftsmacht hier. Das ist ein kleines Problem momentan, aber wir werden damit fertig, denke ich mal. Wir können hier beispielsweise auch noch eine Plantage errichten. Wir haben ja momentan Ananas, wir haben Bananen, wir haben Zucker und wir haben Mais. Da würden mir direkt auf Anhieb noch zwei Sachen einfallen, die ich dringend brauche. Neben einer Universität. Die kommt auch mal schick hier hin, so eine Universität. Ja, und dann haben wir wenigstens auch ein gewisses Bildungsniveau hier auf Tropico. Das sollten wir schon haben. Und genau, jetzt wollten wir eine weitere Plantage errichten. Das werden wir auch dementsprechend tun. Und zwar am besten direkt mal hier. Und zwar soll es eine Tabakplantage werden. Die findet eigentlich immer und überall Platz. Hier so zum Beispiel macht sich das ganz schick und ja, das passt auch. Das ist relativ fruchtbar hier, der Platz noch. Deswegen kann Tabak hier ganz gut wachsen und das werden wir dementsprechend auch angehen. So, nächste Quest. Howdy, Presidente! Ich hörte von Ihrer noblen Mission und biete Ihnen ein Geschäft an, das Ihnen helfen könnte. Okay, die USA müssen einen italienischen Übel-Nerd aus dem Superwaffenprogramm der Achsenmächte abziehen. Ich hätte es selbst gemacht, doch ein direkter Angriff gefährdet sein Leben. Wir müssen die Achsenmächte überzeugen, ihn ausreisen zu lassen. Ich werde ihre Schwäche für Nationalhelden ausnutzen und ihn mit einem gefälschten Nobelpreis auszeichnen. Sie müssen nur die Gelder bereitstellen. Ich sorge dafür, dass er während der Preisverleihung gerettet wird. Zahlen Sie 10.000 an die Alliierten. Wir werden das machen, vor allen Dingen, weil wir auch noch 10 Einwanderer mit Universitätsabschluss kriegen. Das ist natürlich, da braucht man mit mir dann gar nicht lange drüber verhandeln. So, wir haben hier zum Beispiel noch die Möglichkeit, hier haben wir ein paar Landhäuser, wie ich sehe. Und da werden wir auch direkt noch ein paar Landhäuser mehr hinbauen. Ich finde das eigentlich gar nicht so verkehrt. Schauen wir mal, kleiner Laden. Ja, wir haben momentan nicht viel Geld, ne? Das ist wieder ein relativ großes Problem hier. Ja, da fehlt uns die Kohle für. Wir müssen halt schauen, dass wir schnell zu Geld kommen. Das müssen wir dringend machen. Das ist eigentlich sogar relativ einfach, aber wir sind hier natürlich wieder ein bisschen zurückgeworfen. Ich gebe mein Leben, wenn es sein muss. So, das ist gut. Hallo. Da. Ne, erkunden. Ach, sogar dafür fehlt uns das Geld. Ach, leck mich doch am Arsch, Marie. Okay. So, okay, was haben wir hier? Hier haben wir noch Gold, ja. Gut. Ja, diese Richtung wollen wir. Okay, ja. Haben wir jetzt wieder Geld? Okay, wir haben wieder Geld. Das ging relativ schnell. Wir erkunden erstmal das hier bitte. Und 22 Bürger kamen in Tropico an. Wir haben hier momentan sogar eine ganz gute Daran habe ich herrliche Erinnerungen. Einmal haben wir den Hintern einer Ziege kahl rasiert, sie an einen Flaggenmast gebunden und dann das Uni-Gebäude angesteckt, um die Ziege angemessen in Szene zu setzen. Das war eine Nummer. Gut, unsere Universität ist fertig, was mich natürlich freut einigermaßen. Und wir können jetzt theoretisch anfangen, hier noch weitere Gebäude drumherum zu bauen. Das soll hier schon eine große Stadt werden. Wir müssen aber uns auch ein bisschen weiter verlagern. Also wenn die jetzt gleich hier angefangen sind, dann werde ich hier erstmal Bergwerke reinsetzen. Das ist mir auch schon relativ wichtig, dass wir das machen können. Wir haben nur gerade wieder relativ viel Minus. Das ist auch wieder nicht so schön. Auf das Timing kommt es an.
Und ich glaube, dass die Zeit unserer Freunde in der Schweiz rasend schnell abläuft. Spione der Achsenmächte berichten, dass zahlreiche englische Generäle Uhren aus der Schweiz tragen. Wenn sie den 5-Uhr-Tee verpassen, wäre die gesamte Kommandostruktur der Alliierten dahin. Wenn wir Bauxit exportieren und die berühmte Pünktlichkeit von Tropico zu den Uhren hinzufügen, sinkt nicht nur ihr Wert, sondern wir erhalten auch eine Belohnung von den Achsenmächten. Na gut, machen wir. Wir kriegen kein schlechtes Karma. Von daher ist das kein Problem. So, die nächste Truppe bitte hierhin. Machen die sich direkt auf den Weg. Ja, das ist gut. So, dann können wir jetzt hier, haben wir Eisenvorkommen. Eisen ist immer eine sehr leckere Sache. Da setzen wir mal ein schönes Bergwerk rein hier und verbinden das Ganze mit einer Straße. Und dann haben wir hier einen weiteren Zweig geschaffen. So, komm mal schön her. Verbinden wir hiermit. So, sehr gut. Hier ist eben... Ach, was mache ich denn da? So, hier auf dieser Karte haben wir eben sehr viele Bäume, was wir auch zu unserem Vorteil nutzen könnten, rein theoretisch. Wir können aber hier zum Beispiel jetzt auch einfach mal eine Militärkaserne hinbauen. Die schadet keinem und macht jetzt auch nicht großartig viel Lärm oder so oder großartig viel Mist und bringt für uns natürlich ein bisschen Sicherheit. So, dann nächster Schritt, wenn die gleich hier angekommen sind, werden wir immer weiter in diese Richtung expandieren. Wir sehen, wir haben ja auch noch einige Vorkommen. Ja, das gefällt mir auch. Deswegen habe ich es momentan noch gar nicht so eilig damit, hier die Mission einfach schnell abzuschließen. Das passt schon alles. Wir wollen wirklich, dass hier ganz strukturiert, gerade diese Insel, die will ich ganz schön machen, weil die auch eine ganze Menge bietet. Wir haben die andere, ist jetzt auch nicht gerade schlecht, aber das passt schon. So, hier in der Bibliothek müssen Leute arbeiten, das geht ja gar nicht. Manager müssen wir da mal einstellen. Einen Geldmacher, nein, Mentor, Effizienz, Hauswirt. Wohnqualität, Aufseher, Gebäudeeffizienz. Ja, die muss hier einfach rein. Das wäre schon wichtig. Und wir brauchen da ganz dringend Leute, die hier drin arbeiten. Und da würde ich zumindest mal gerne einen Gastarbeiter darum bitten, hier ins Land zu kommen. So, Sägewerk ist hier. Ja, wir haben hier natürlich auch eine ganze Menge ungenutzte Fläche noch, was auch immer ganz schick ist. Und dann gucken wir einfach mal. So, jetzt haben wir hier die nächste Mine freigeschaltet. Wieder Eisen. Auch da setzen wir natürlich noch ein Bergwerk rein. Wir werden mal, das habe ich vergessen, das ärgert mich wieder. Wir haben noch keine Handelsroute ausgewählt. Das ist ein bisschen doof. Hier können wir jetzt beispielsweise Eisen... haben wir genug Rufwert? Ne, Rufwert von 80 haben wir niemals. Stahl haben wir momentan noch nicht. Rum. Rum können wir verkaufen für die Achsenmächte. Eine Tabakplantage haben wir. Ja, da müssen wir eben unsere Rum-Destillerie. Wo haben wir die Tabakplantage? Die ist nämlich auch hier. Das passt dann sehr gut. Das kommt hier raus. Und dann werden wir jetzt einfach mal eine Straße bauen, aber wir haben momentan kein Geld. Oh Mann! Komm schon, beeil dich, bitte. Bitte, wir müssen uns jetzt ein klein wenig beeilen. Vorher müssen wir aber eine Straße bauen, aber nicht mal dafür haben wir Geld. Wir brauchen jetzt dringend einen kleinen, schönen Wirtschaftsboom hier. Minus 12.000. Und wenn, aber das ist halt so, wenn einmal die ganze Infrastruktur steht, dann geht es eben auch voran. Aber bis zu dem Zeitpunkt ist es halt immer schwierig. Eine perfekte Geschäftsgelegenheit. Riesige Gewinne aus dem Unglück anderer zu machen. Sowas liebe ich. Okay. 5000 Stahl. Wir haben sie da, wo wir sie haben wollten. Nun ist es Zeit, unseren Erfolg zu genießen. Okay, 10% gehen wir hoch. Mit den Alliierten möchte ich mich relativ gut halten. So, 13.000. Kommt jetzt hier auch irgendwann mal ein Schiff? Ja, da kommt es. Schauen wir mal, was uns das jetzt bringen wird. Ich hoffe natürlich eine Menge, aber ich bin mir nicht sicher. So, die Alliierten haben uns ein bisschen Kohle überwiesen. Das ist schön, aber das reicht natürlich noch nicht. Hoffen wir mal, dass das die Schiff Tropikaner jetzt erwarten Export Wahlen hat. Für das nächste Jahr. Sie wollen ihnen Respekt und ewige Treue erweisen. Vielen Dank. Sie mögen es anders formuliert haben, aber was spielt das schon für eine Rolle? Keine Rolle, aber wir haben momentan 61% Zufriedenheit. Das passt schon.
Damit können wir momentan ganz gut leben. So, es kam ein Gastarbeiter an und wir haben jetzt ordentlich Geld gemacht, sind wieder im Plus. Was für uns bedeutet, wir können hier recht schnell jetzt eine Rum-Destillerie nicht bauen, denn dafür haben wir dann immer noch zu wenig Geld. Welch glorreiche Erfindung! Kraftwerk freigeschaltet, Penultimo, ich liebe dich, mein Freund. Aber das bringt nichts. So, Frachter hat 14.000, aber das ist, glaube ich, schon wieder vorbei. Das Geld geht in unsere Kassen in dem Moment, wo der hier eintrifft. Und danach kommt, glaube ich, erst die Meldung, wenn ich das so richtig verstanden habe. Und jetzt haben wir halt momentan wieder viele Kosten. Also wir haben auch einen relativ hohen Kostenapparat, wobei ich nicht so ganz weiß, wo der herkommt, wenn ich ehrlich bin, was uns hier so unfassbar viel Geld auffrisst momentan. Mein junger Schüler, es ist an der Zeit, dass sich das Schicksal der Schweiz gravierend verändert. Wenn wir genug Geld in die Schweizer Lotterie investieren, können wir alle möglichen Zahlenkombinationen abdecken. Ein garantierter Erfolg. Und wenn wir den Gewinn verschleudert haben, versetzen wir der Wirtschaft der Schweiz den Todesstoß. Ich werde sicherstellen, dass die richtigen Nummern angekreuzt werden. Sie müssen nur genug Geld für Lottoscheine bereitstellen. Investieren Sie 10.000 aus der Staatskasse. Oh Mann, ey. Ja, das nehmen wir mal an, aber... Da haben wir momentan kein Geld für. Ich hoffe, dass jetzt relativ bald hier der nächste Frachter schon ankommt. Ja, da kommt er. Und da kommt direkt noch einer. Nee. Ja, also unserer Wirtschaft geht es momentan nicht besonders gut, muss man sagen. Wir haben zu hohe Schulden oder zu hohen Kostenfaktor für im Moment zu wenig Wirtschaft. Aber das wird jetzt hier wohl wieder in Ordnung kommen mit dem Schiff, was da gerade ankommt. Ja, das sehen wir schon. Das passt. Sehr gut. Komm, geh ein bisschen höher. Ja, jetzt können wir uns auch, glaube ich, die Rum-Destillerie leisten. Nee, noch nicht ganz. Komm, ein bisschen mehr Geld. Bisschen mehr Geld. Nein, das geht wieder runter, das Geld. Gut, dann müssen wir halt noch ein bisschen warten. Leider, leider. Und wir müssen halt hier hinkommen, ne? Das müssen wir. Gut, wir können von hier aus ja schon mal jetzt eine Straße bauen. Die müssen wir nämlich gleich bauen. Sobald das Ding hier fertig ist, werden wir die schon benötigen. So, wir machen mal möglichst platzsparend das Ganze hier so. Einfach so. Gut. Okay. Gut, jetzt müssen wir wieder einen Monat auf den nächsten Frachter warten. Und dabei wir haben eigentlich schon relativ viele Sachen, ne, die wir exportieren, nur wir haben scheinbar sehr, sehr hohe Kostenapparate. Das tut ein bisschen weh. Das ist schon kritisch. Dieses Brauxit-Vorkommen geht auch nicht so richtig ab im Moment. Auf unserem Schweizer Bankkonto haben wir auch noch nichts. Also gut vorankommen ist anders. Was ist hier los? Bergwerk, kein Platz mehr für produzierte Güter. Okay, sowas habe ich mir gedacht. Das bedeutet, wir brauchen ganz dringend ein weiteres Transportbüro. Das steht erstmal ganz weit oben jetzt hier auf der Agenda. So, das klatschen wir direkt nochmal hier hin. Das hat dann wir auch haben die Chance, den Ausgang Priorität. Der nächsten Wahlen zu beeinflussen. Nein, wir haben 56%. Das brauchen wir nicht anpassen. Ich denke, dass unsere Wähler uns jetzt noch unterstützen. Da müssen wir natürlich noch ein bisschen für sorgen, dass das so bleibt. Hier gibt mal höchste Priorität, die wir haben können. Baubüros sind wichtig. Da habe ich auch nicht drauf geachtet. Ich habe hier das Land. Das Wahlergebnis ist da. Vielen Dank. 54% reicht uns. Hafenanlage, Fischereihafen. Da haben wir auch nur ein Baubüro. Das wäre richtig schlimm. Ne, zwei Baubüro. Okay, das ist gut. So, gut, gut, gut. Transportbüro ist fertig. Jetzt müsste das wieder alles hier ein bisschen besser laufen. Hoffe ich jedenfalls. So, jetzt haben wir 4.900. Können wir jetzt endlich dieses blöde... Das können wir immer noch nicht bauen. Ich werde verrückt. Und genau diesen Monat kommt auch noch weniger Waren an. Ja, wahrscheinlich eben, weil uns das Baubüro gefehlt hat. Und das ist natürlich dann ein Problem. Ja, wir kommen momentan wirklich nicht richtig voran. Wir sind jetzt in so einer kleinen Schleife, wo uns einfach mal das Geld fehlt. Ich will, weil wir diesen Handelsvertrag abgeschlossen haben, jetzt unbedingt schnell oder schnellstmöglich an das Geld kommen, um eine Rum-Destillerie bauen zu können. Dafür werden wir auch hier jetzt mal eine Straße errichten.
um dann auch gleich hier alles, weil hier kommt das raus, obwohl hier kommt es ja raus, der Tabak, ne? Oder ist das hier, ne, das ist das Sägewerk, okay, ich habe mich vertan. Ja, dann machen wir das so, wir machen hier erstmal, schicken wir jetzt noch eine, das ist jetzt auch wieder doof, ey, Mann, manchmal läuft es auch einfach nicht. Ja, wir müssen jetzt erstmal hier dieses letzte kleine Mistbisschen erkunden hier, damit wir da nicht auf die Nase fallen. Und dann können wir hier theoretisch noch eine Plantage hinbauen. So, jetzt haben wir ja mal ein paar Mark auf der Bank, das ist doch ganz gut. So, in der Zwischenzeit können wir das schon mal machen, hier eine Plantage hinzubauen. Wir haben nach wie vor kein Militär, was auch ein bisschen gefährlich ist. Wenn jetzt gleich hier irgendwas nicht so klar geht, wie ich mir das denke, dann haben wir echt ein Problem. Und das soll natürlich nach Möglichkeit auch nicht so sein. Ja, wie machen wir das jetzt am besten? Okay, ich habe eine Idee. Komm, bitte, ihr müsst euch jetzt mal ein kleines bisschen beeilen, wenn es irgendwie machbar wäre. Okay, wir haben jetzt genug Geld. Wir können in der Zwischenzeit, okay, der Zucker, der ist ja sogar hier irgendwo, ne? Genau, das hier ist eine Zuckerplantage. Ja, ich denke, dann müssen wir die Rum-Destillerie auch hier hinbringen. Das ist am effektivsten, auch wenn das jetzt wahrscheinlich hier nicht gerade für den allerschönsten Wert bei den hier lebenden Bewohnern sorgt, aber das ist nun mal eigentlich jetzt das Beste, obwohl wir können sie auch hier hinpacken. Da müssen sie sowieso lang irgendwie, ja, über einen kleinen Umweg, den können wir aber, da können wir jetzt noch einen direkten Zugang bauen und dann haben wir sie wenigstens einigermaßen weg und hier ist ja sowieso ein bisschen Gewerbegebiet, deswegen kein Problem und mit der kleinen Straßenverbindung hier sparen wir uns dann einen ganz großen Umweg. So, alles klar, das läuft. Gut, die Botschaften sind auch freigeschaltet. Das halte ich dann auch erstmal für relativ wichtig, dass wir hier eine Botschaft bauen. Das sollten wir tatsächlich auch als nächstes machen, aber da fehlt uns jetzt erstmal auch noch Geld für. Und dann müssen wir halt schauen, dass wir jetzt hier, so, hier müssen wir jetzt vorankommen. Hier müssen wir noch ein bisschen entdecken. So, einfach mal jetzt zwei, wir haben ja auch schon eine Kaserne gebaut, da kann man auch Trupps losschicken. Wir haben übrigens doch ein klein bisschen Militär schon. Da war ich gerade nicht so gut informiert. Wir schicken jetzt einfach mal hier jemanden hin, damit wir da auch einen neuen Wirtschaftszweig uns eröffnen können. Das sollte dann ganz gut funktionieren. Hier schicken wir einen weiteren Trupp hin, der hier die nächste Mine ausnimmt und dann sollte das ganz gut klappen. So, jetzt ist unsere Wirtschaft gerade wieder ganz gut in Fahrt, ganz gut in Fahrt und wir bauen auch hier eine Straße, die dann eben von hier nach hier führt, so und so. Das klappt auch ganz gut. Hier ist dann zum Beispiel, hier in solchen Gebieten ist dann immer Platz, beispielsweise für eine Kaserne oder so. Da kann man schon irgendwas Schickes machen. Wir verlieren momentan an Zustimmung. Wir müssen mal gucken. Ich kann mir denken, dass wir definitiv ein Wohnraumproblem haben. Das ist so. Religion ist auch nicht so toll. Polizei müssen wir auch für sorgen. Nahrung ist in Ordnung. Also die Unterhaltung. Ja, wir haben noch ein paar Baustellen, das wissen wir. Jetzt kommen wir aber langsam dahin, dass wir ordentlich, dass wir ordentlich losgehen hier mit der Wirtschaft. Also zumindest am Geld liegt es jetzt vorerst nicht mehr. Und wenn wir jetzt gleich hier einen weiteren Hafen errichten, dann können wir doch richtig loslegen. Und dann geht das auch alles einigermaßen ab. So, wir haben jetzt genügend Geld für eine Zigarrenfabrik. Die muss gleich auch kommen, aber als allererstes möchte ich jetzt mal die Botschaften bauen. Das schieben wir nämlich schon eine ganze Zeit lang vor uns her. Botschaften gehören hier in die Nähe der Straße. Zwei Botschaften ganz in der Nähe unseres Palastes sollten den Zweck da erfüllen. So, wunderbar, alles klar. Dann müssen wir mal schauen, was wir machen. Bezahlen Sie die USA? Das ist noch nicht ganz drin. Laden Sie eine ausländische Macht ein? Das dürfte als nächstes kommen. Wir gucken erstmal, was wir momentan so in Bau haben. Hier haben wir einen Bau
Und das hier ist auch schon erledigt. Wunderbar. Sehr schick. Also das geht doch jetzt alles relativ schnell, womit ich zufrieden bin. Gut, dann, was können wir hier noch machen? Ja, so wichtige große Gebäude immer in die Nähe. Beispielsweise eine Klinik, eine katholische Mission. Ja, eine Klinik zum Beispiel. Das wäre aber eher etwas hier für unsere Wohnsiedlung. Wenn wir hier irgendwo noch ein bisschen Platz finden würden, dann würde ich hier schon noch gerne eine Klinik unterbringen. Das dürfte ein bisschen eng sein. Ja, da müssen wir sie hier hinbauen, in die Nähe der Botschaften. Das passt, ist aber immer noch ganz in der Nähe unserer Wohnsiedlung hier. Und das dürfte dann auch für ein bisschen Zufriedenheit sorgen. Präsident, Bildung ist wichtig. Warum schauen Sie mich an? Wer weiß, wo ich heute wäre, wenn ich nicht von der... auf einer der besten Universitäten der Welt gegangen wäre. Okay, ich bin sicher, dass die meisten ihrer Familienmitglieder die Zeit an der Uni lieben werden. Da werden zwei wunderbare Jahre aus betrunkenen Partys und neuen Erfahrungen, wenn Sie verstehen, was ich meine. Und zum Abschluss bekommt man sogar ein Diplom. Die einzige Frage, Präsidente, ist doch, welche Universität die Ehre haben soll, ein Mitglied ihrer Familie als Studenten begrüßen zu dürfen. Das Familienmitglied verlässt die Insel für 2 Jahre und kehrt verbessert zurück. Okay, verbessert Auslandsbeziehungen. Ja, wir gehen definitiv nach Harvard. Oh. Magdan, Staatsuniversität. Ja, das ist aber teuer. Lomonosov, Harvard ist ja richtig, richtig teuer. Ja, wir machen mal Magdan und schicken den Bartholomä dahin. Soll ja mal ein bisschen studieren, die faule Sau. Okay, gut, wir machen weiter. Die erste Botschaft ist da, die erste Botschaft soll den Alliierten gehören. Wacker geschlagen, mein Freund. Die Achsenmächte haben mir schlaflose Nächte bereitet. Aber das heißt auch, dass ich mich jetzt mit noch größeren Snobs umgeben muss. Okay, wir nehmen mal das Geld für die Staatskasse, damit wir hier ein bisschen Kohle reinkriegen momentan. Damit wir jetzt hier erstmal unsere Bauschleife vollhauen können. Wir brauchen definitiv eine Polizeiwache und eine Polizeiwache macht sich eigentlich ganz gut in der Nähe der Kaserne hier, würde ich sagen. Das macht mir relativ viel Sinn, deswegen setzen wir da jetzt einfach mal die Polizeiwache hin. Wir brauchen trotz allem eigentlich auf unserer Insel auch ein Militär vor. Das setzen wir mal hier hin, wenn sich das irgendwie unterbringen lässt. Lässt es sich. Seht ihr, dafür kann man so einen Ort hier ganz gut benutzen. Residente, so meine Karriere als Wettervorhersager ist am Ende. Ich habe allen einen warmen und sonnigen Tag versprochen. Und jetzt wütet ein Tornado auf der Insel. Na super. Okay, der macht uns die Felder kaputt. Nicht so toll. Ja, reicht doch jetzt. Mensch. Ich hab's wieder drauf. Jetzt kann ich genau vorhersagen, wann Vieh, Hütten und Möbel auf die Insel herabbrechen. Okay, nur zwei Landhäuser sind am Ende gewesen. Das ist eigentlich ganz akzeptabel, würde ich sagen. Die bauen wir natürlich wieder auf. Und ja, da hat sich das für uns sogar noch gelohnt. Wir haben ein bisschen mehr Geld bekommen ein als Katastrophenhilfe, als es die in ein neues Gebäude umgezogen kostet ist. Hat. Kommissar so. Mendes, Sie wissen, dass Sie jederzeit eine Leibesvisitation bei mir vornehmen können. Außerdem haben Sie Ihre Handschellen vergessen. Ich behalte sie gern als Andenken, aber falls Sie sie brauchen sollten, kann ich auch Ihre Mütze nehmen. Ach, du ahnst es nicht. Okay, ja, dann wollen wir jetzt hier mal alles eben entdecken. Das ist mir wichtig, denn dann können wir hier den nächsten Standpunkt setzen, was jetzt auf meiner Agenda relativ weit oben steht. Hier die Ecke wollen wir auch noch entdecken. Und dann fangen wir einfach mal an. Und zwar werden wir von hier aus, wir wollen tatsächlich eigentlich eine Hauptstraße haben. Deswegen fangen wir jetzt an von hier aus so, ja, wir können auch erstmal von hier aus die Straße weiterbauen. Das müsste auch ganz gut funktionieren.
So machen wir das mal. Bauen von hier aus die ganze Geschichte weiter. Ja, dann bauen wir eben von hier aus, wenn es dir dann besser geht, Himmelherrgott nochmal. So, wir müssen hier an dieser Stelle auch noch vorbei. Das funktioniert. So. Und dann erstmal bis hier. Zack. So, jetzt machen wir Folgendes. Hier bauen wir eine neue, ein neues kleines, eine neue Hafenanlage hin, die uns ein neues Schiff gewährt, was ich absolut gut heißen muss. Muss an der Küste platziert werden. Ja, ist das hier keine Küste, findest du? Wo ist das Problem hier? Ja, muss an der Küste, zu weit vom Straßennetz. Ja, das mit dem Straßennetz, das kriegen wir ja hin. Das dürfte kein Problem werden. Okay, so, Straße können wir ja hier hin machen. Das dürfte wohl klar gehen. So, das geht auch klar, wunderbar. Und jetzt werden wir halt nebenbei noch ein paar andere Sachen bauen. Wir werden hier erstmal noch ein weiteres Bergwerk reinsetzen. Oh, das ist sogar schon fertig, oder? Was haben wir hier? Ach so, Uran ist das. Gut, Uran können wir noch nicht abbauen, dann wird das hier auch Uran sein, sicherlich. Und wahrscheinlich das hier auch noch. Müssen wir abwarten. So, das bauen wir jetzt hier. Dann bauen wir die typischen Sachen. Hier kommt noch ein Transportbüro hin, direkt an den Hafen. So wie wir das kennen. Ja, wir bauen, schauen wir mal, so ein bisschen nach dem Vorbild hier. Ja, da haben wir dann halt solche Ablegerstraßen noch, ne? Die können wir von hier aus eigentlich auch mal bauen, dass wir hier gleich noch eine neue Wohnsiedlung erschließen. Sagen wir mal hier so, bauen wir hin und dann können wir jetzt quasi hier ein bisschen lang gehen, so. Dann haben wir da ein Industriegebiet und dann sind wir ganz gut dabei. Jetzt können wir, wie gesagt, hier vorne können wir noch ein Transportbüro errichten. Bauen wir einfach mal hier hin. Auf die andere Seite bauen wir ein Baubüro. Auch das muss sein. Ihr kennt die Geschichte mit den Büros. Die können nie zu viel sein. So, dann Geld läuft zwar momentan, aber trotzdem, das ist manchmal auch schneller wieder weg, als es gekommen ist. So, dann bauen wir hier einfach mal einen Parkplatz hin. So, einfach, weil es schick aussieht oder überhaupt nach was aussieht. Dann bauen wir hierhin einen neuen Fischereihafen. Auch Fischerei sollten wir durchaus weiterhin immer betreiben. Warum auch nicht? Bringt uns Geld. Und alles, was uns Geld bringt, gefällt mir eigentlich. Deswegen hier den Fischereihafen hin. Obwohl, bauen wir ihn hierhin. Muss an der Küste platziert werden. Ja, ist doch in der Küste, aber das ist noch unerforschtes Gebiet, leider. Gut, deswegen machen wir es dann doch mal hier hin. Ach, oder wir erforschen das Gebiet hier kurz. Da kommt ja jetzt ein Trupp hin. So lange können wir dann nun auch noch warten. So, dann brauchen wir hier noch. Was brauchen wir hier noch? Wir brauchen hier eine Zigarrenfabrik, brauchen wir hier hinten. Wir brauchen hier halt so eine kleine Wohnhaussiedlung, aber erstmal will ich die Zigarrenfabrik noch bauen, bevor ich das vergesse. Ich habe das schon lange genug jetzt weggeschoben. Das hier war Tabak, korrekt. Das hier ist Tabak, genau. Dann werde ich jetzt Folgendes tun. Wir werden hier eine weitere Plantage bauen. Ist erstmal egal, was es ist. Nehmen wir mal Kaffee von mir aus. Ne, Kaffee ist hier nicht so gut. Kakao ist besser. Nehmen wir mal Kakao einfach. Und dann bauen wir diese Plantage so wie die anderen. Hier ist ein bisschen schwierig zu erkennen gerade, aber ich glaube, jetzt müssten wir genau passend sein. Ja, das bildet eine Linie. Sehr gut. Und jetzt bauen wir hier die Straße. Und zwar bauen wir sie gerade nach Möglichkeit bis hierhin. Und von hier aus dann in diese Richtung. So. So am besten. Und dann von hier aus hier so rum. So. Zack. Und dann haben wir das ganze Ding hier direkt angeschlossen.
Ist jetzt ein klein bisschen krumm geworden, aber halb so wild. Okay, und dann haben wir jetzt hier auch die Möglichkeit, eine Zigarrenfabrik hinzubauen. Und damit dürften sich unsere Einnahmen noch ein bisschen vervielfältigen. So, wunderbar, lecker. Das funktioniert Präsidente. Doch gut. Militärbasis freigeschaltet, sehr schön. Die könnte dann zum Beispiel hier hinten hin. So, werden wir auch mal machen. Haben wir genug Geld zur Verfügung? Es scheint so. Die muss allerdings mit dem Ausgang auch zur Straße liegen. Das ist jetzt gewährleistet. So, da haben wir so außenrum so ein paar Militärgebäude für den Fall der Fälle. Hier haben wir Uran, die sind jetzt auch gleich da. Und hier werden wir jetzt, wie gesagt, so eine kleine... Oh, ist das hier Gold? Oh, da muss natürlich sofort ein Bergwerk rein. Gold können wir nicht lange ungenutzt lassen. Das können wir uns nicht leisten. So arrogant sind wir nicht. Und hier ist sogar nochmal Eisen. Also auch das ist noch drin. Wir sind zwar gerade wieder ziemlich im Minus und wir sehen, wir haben extrem viele Quests gerade offen. Okay. So, es was ist haben wir an jetzt der hier? Zeit, die Schweizer Banken zu sprengen. Wortwörtlich. Und jetzt hören Sie mir ganz genau zu. Seit langem versuchen die Achsenmächte, das beste Taschenmesser der Welt herzustellen, doch bislang konnten sie nicht gegen die Dominanz des Schweizer Armeemessers ankommen. Ich habe mit ihnen gesprochen und sie sind bereit, uns Geld auf unser Schweizer Nummernkonto zu überweisen, wenn wir unseren besten Stahl in die Schweiz exportieren, um die Produktion der Schweizer Armeemesser zu sabotieren. Gut, das kann man natürlich machen. Wir müssen natürlich zusehen, dass wir jetzt hier mal ein bisschen fertig werden und ein Stahlexport scheint mir langsam aber sicher wichtig zu werden. Wir müssen jetzt auch langsam mal diese Baugenehmigung hier erlassen, damit wir ein bisschen vorankommen. Das erhöht zwar die Kosten aller Gebäude um 20%, also wirklich sehr viel, aber die Hälfte davon, also 10% der Baukosten, geht dann auf unser Schweizer Nummernkonto und so kriegen wir diese Quest halt relativ schnell erledigt. So, jetzt müssen wir erstmal hier die Straße weiterbauen, so, damit wir hier rankommen. Das funktioniert. Hier muss ein Bergwerk rein. Lass mich schauen. Bergwerk. Bergwerk, Bergwerk. Hier haben wir es. Zack. So, auch da rein. Da machen wir von hier aus weiter. Straße. So, genau. So, das können wir hier einfach anschließen. So, wunderbar. Machen wir noch ein bisschen weiter. So, okay. Und dann haben wir jetzt hier eben die Möglichkeit, sagen wir mal, da ist dieser Brunnen. Den wollen wir auch noch unberührt lassen. Aber hier bauen wir uns jetzt ein kleines, schickes Paradies. Weiß ich nicht, ob es ein Paradies wird. Werden viele, sehr viele große Gebäude sein, die wir hier auf der Innenseite rundherum bauen. Immerhin haben wir da eine schöne Landschaft mit diesem eigentlich sehr schicken Wasser, das hier jetzt eine Ölquelle ist und wir da später Öl abbohren. Muss ja erstmal keiner wissen. So, dann machen wir jetzt hier, wie versprochen, die Mietskasernen hin. Das sind erstmal die großen Häuser, die dafür sorgen, dass wir wieder ein bisschen beliebter werden. Wir lassen hier ein bisschen Platz dazwischen, damit da auch halt ein bisschen was zwischen kann, was die Leute dann auch ein bisschen zufrieden stellt. Wie beispielsweise, weiß ich auch nicht, in dem Fall hier vielleicht eine Zeitung, um den eine Zeitung ist zu groß. Eine Klinik kann hier noch hin, ja, einfach damit die Leute nicht ganz unzufrieden sind. So, machen wir mal, das passt hier zwischen. Da müssen wir jetzt hier nochmal warten, bis wir ein bisschen Geld kriegen. Sind auch viel am Bauen momentan. So, hier kurz auf hoch, dann hier Transportbüro auf hoch und Baubüro auf hoch und der Rest kommt dann von automatisch. Was haben wir da noch gebaut? Ja. Der Parkplatz hat jetzt nicht so die allerhöchste Priorität, würde ich sagen. Hier ist Uran, habe ich mir schon gedacht. So, was haben wir hier noch? Kommen wir hier irgendwo Interessantes noch hin?
scheint mir gerade nicht so. Hey, was ist das denn hier? Ein Eisenbergwerk, okay. Da sind wir sogar schon drin. Ach nee, das haben wir gerade erst erschlossen, das Gute. Das geht also ab. Mein Vater hat immer gesagt, Unwissenheit ist Glück. Mit Freunden kann ich verkünden, dass unser Familienmitglied erfolgreich nach Hause zurückgekommen ist. Na wunderbar, da freue ich mich doch, dass er wieder da ist. So, schauen wir mal, woran es hapert. Gesundheitsversorgung, da haben wir momentan gar nichts. Dann Wohnraum ist auch kritisch, da sind wir dran am Arbeiten. Arbeitslose kaum, Freiheit ist sehr hoch. Und Religion müsste auch noch ein bisschen sein. Gut, dann wissen wir, was wir da noch machen können in der Nähe. Nämlich, wir können uns hier noch für eine Kirche entscheiden. Da bauen wir dann hier jetzt erstmal noch eine Mietskaserne. Komm mal her. Mietskaserne. So, bauen wir da noch eine Mietskaserne. Und hier noch eine Mietskaserne. Und dann können wir hier eine Kirche hinbauen. Damit dürfen wir dann wieder die meisten Leute zufriedenstellen. So, bitteschön. Kriegt er auch noch eine Kirche von mir. Also das läuft alles. Das ist jetzt hier wahrscheinlich nicht so schön, aber das soll auch an erster Stelle effektiv sein. So, wir gucken mal, was wir hier noch an Handel betreiben können. Wir sind ja momentan mit Rum dran. Das bringt uns auch relativ viel Geld ein. Wolle, Zucker, Kaffee. Oh, Kaffee, das lohnt sich auch, aber einen Rufwert von 70 haben wir leider nicht. Ananas wird sich auch vielleicht lohnen, aber da kann man lieber mit zwei Schiffen hier den Rumhandel betreiben. Das geht wahrscheinlich ein bisschen besser und bringt auch ein bisschen mehr. So, dann lasst uns mal schauen, was wir hier jetzt machen. Hier baut sich gerade das Baubüro auf, hier das Transportbüro. Das ist doch alles relativ schön. Okay, so, bauen wir hier, bevor ich das gleich vergesse, bauen wir jetzt zwar wieder eine ewig lange Bauschleife hier rein, aber na gut, was willst du machen? Bauen wir hier noch einen kleinen Laden. Ja, warum eigentlich nicht? So, versorgt die Leute mit Lebensmitteln, das ist doch ganz schön. Und dann müssen wir halt noch die ein oder andere Mietskaserne bauen. Auch wenn es sicherlich nicht die schönste Art der Unterbringung ist, ist sie aber doch recht effektiv. Und darauf müssen wir halt im Moment achten, dass wir erstmal überhaupt ein paar Leute dazu bewegt kriegen, hier in Häuser einzuziehen. Das ist schon ziemlich, ziemlich wichtig. So. Vor allen Dingen können wir jetzt von hier auch gleich direkt das Gold abbauen und das Eisen. Das ist zwar bei weitem noch nicht fertig, aber wird werden. Gerade das stufe ich mal als sehr hohe Priorität ein. Das wollen wir so haben. Gut, hier haben wir natürlich auch noch eine ganze Menge Bauplatz. Da können wir zum Beispiel hier noch einige Landhäuser auf der Reihe errichten. Oder auch hier ist natürlich Platz für Landhäuser. Hier haben wir zwar eigentlich die Farmen, hier beispielsweise jetzt Sägewerke, das kann man aber durchaus machen. Vier Familien, Wohnqualität, ja, das kann man machen. Hier das ein oder andere Haus einfach auch mal hinzustellen, warum denn eigentlich nicht? So, einfach mal hier ein schickes Häuschen oder auch... Ja, warum nicht? Hier ist zu viel los, aber hier könnte man beispielsweise mit schicker Aussicht auf den Palast... Ne, das halten wir uns für wichtige Gebäude auf. Ja, hier ist eigentlich eine ganz gute Ecke für sowas. Ich meine, da die Seite will ich mir nicht verbauen, denn da kommen sicherlich noch Farmen hin. Aber ab hier, denke ich mal, können wir das ein oder andere Häuschen bauen. Nehmen wir mal so ein paar Stück und dann auch noch ein paar Landhäuser, bietet den Bewohnern Nahrung, auch eine gute Sache. So, hier ein paar Landhäuser hin, so und so auf der vollen Länge. Dann haben wir da auch wieder für ein bisschen Wohnung ein bisschen Wohnungs
Wohnungsplatz geschaffen, ein paar Wohnräume geschaffen, so sollte man das eher nennen. Gut, dann ist unsere Bauschleife ja momentan ziemlich voll. Unsere Wähler dürften uns bald aber wieder mögen, sobald sich das hier alles ein bisschen ausgebreitet hat. Und wenn das jetzt hier alles erledigt ist, jetzt bleibt uns halt gerade nur abwarten. Wir sehen, wir haben Quests ohne Ende. Wir können eine weitere zum Beispiel die mal gerade annehmen. Die Schweizer lieben ihre Banken. Okay. Sonst gäbe es dort nicht so viele große davon. Muss eine Sache des Nationalstolzes sein. Damit wir die Schweiz schneller einkassieren können, müssen wir den Wert der dortigen Währung senken. Sicher wissen Sie, dass Banken auf Tropico die Geldmenge in der Schweiz erhöhen können, oder? Mit ein paar Banken können wir die Inflation in der Schweiz anfachen und sie damit schneller kaufen. Das scheint unredlich, gewiss, aber der Zweck heiligt die Mittel. Besitzen Sie 2 Banken. Okay, na gut, müssen wir machen. Das sind halt alle Sachen, die mega lange noch dauern. Weil wir das noch nicht erforscht haben. Strom haben wir erforscht. So, Stahl ist gerade dran, erforscht zu werden. Und dann müssen wir schon gucken, dass wir hier... Ah, da müssen wir noch 4 weitere Technologien. Leco mio, ey. Ja, da müssen wir das hier, da müssen wir das hier. Und dann können wir, glaube ich, die Bahn... Ne, noch nicht mal. Dann müssen wir noch irgendwas erforschen. Das hier. Und dann haben wir die Möglichkeit, hier zur Buchhaltung zu kommen. Mann. Das ist noch ein sehr langer Weg. Ja, Stahl haben wir leider auch noch nicht. Aber das kommt bald. Was ist das hier eigentlich? Die Zigarrenfabrik, ne? Okay, damit das hier mal fertig wird, machen wir da mal ein bisschen schneller. Oh, hier gibt es Proteste. Wir verhandeln mit euch. Ich vermisse die gute alte Zeit, in der jeder wusste, wo er hingehört und seine Vorgesetzten. Prohibition, das werden wir nicht tun. Ich vermisse. Okay, dann müssen wir die Armee entsenden. Das tut mir leid. Das tut mir wirklich leid. Okay, hier gibt es keine Arbeiter, die werden aber kommen, da bin ich mir relativ sicher. Und jetzt schauen wir mal, was wir hier noch haben. So. Ja. Die Armee klärt das schon für uns. Nicht schießen hoffentlich. Doch, die schießen, oder? Nein, die hauen ab. Gut, sehr gut. Wir haben wieder Geld. Lecker. Wir können vielleicht mit dem Geld, das können wir jetzt mal investieren. Die Schweizer lieben um ihre hier Banken. Sowas sonst aufzukaufen. Gäbe es dort schauen nicht so mal, viele. Es ist an der Zeit, können. Mein junger Schüler. Eine perfekte Geschichte. Howdy, Präsident. Okay. Ich hörte von Ihrer Seite. Als erstes mal die Alliierten kaufen. Das geben. Ist immer gut. Doch Sie können sich nicht nur auf Ihr Glück verlassen. Sie müssen lernen, das benötigte Geld selbst zu verdienen, mein junger Schüler. Okay, das haben wir ja schon längst gemacht, diese Baugenehmigung. Da haben wir uns ja schon längst drum gekümmert. Wir haben auch schon 12.000. Die Schweizer also, lieben, es ist an der Zeit, gut. Mein junger Schüler. So, Lottoscheine. Jetzt haben wir wenigstens mal Platz für ein paar neue Quests. Ganz abscheuliche Opernmusik okay. Hat meinen Abend ruiniert. Und dann kam mir die zündende Idee. Gut, die Schweizer mögen ihr Jodeln sehr, eine kulturelle Tradition, die auch in einigen Ländern der Achsenmächte geschätzt wird. Ich habe den Alliierten folgenden Plan vorgeschlagen. Wenn sie uns genug zahlen, können wir ein wenig tropikanische Würze in die Jodelmelodien einbauen und sie für immer ruinieren. Die Achsenmächte werden sich vor Schmerz winden. Gut, 2 Opernhäuser. Ich glaube, eins haben wir bereits, das da steht. Ja, dann bauen wir hier hinten auch noch ein Opernhaus. Das sollte ja machbar sein. Unser bester Materialwissenschaftler wunderte sich darüber, dass ein Stahlträger immer größer wurde. Dann traf er ihn mitten ins Gesicht. Seine Beerdigung fand im engsten Familienkreis statt. Gut, jetzt haben wir endlich dieses Stahlwerk freigeschaltet. Das wurde auch höchste Zeit. Wir müssen jetzt halt gucken. Hier haben wir Gold. Was ist denn hier los? Keine Arbeiter. Also ich weiß nicht, warum hier immer so ungerne Leute arbeiten. Aber das macht mich ein bisschen verrückt. Manager, Tycoon, Effekt auf Höchstbudget. Gut, dann werden wir... Was? Ach, okay, das kann von keiner Straße angefahren werden. Da liegt der Fehler. Gut, dann werden wir das natürlich mal schnell tun, dass das hier von der Straße angefahren werden kann. So, ich bitte darum. Gut, jetzt, da wir hier einen Manager haben, was? Wasserlanzen? Und jedoch auch die Umweltverschmutzung. Nee, das wollen wir nicht. Ja, dann müssen wir hier schon das Höchstbudget bieten.
Gucken wir mal, was hier los ist. Zu weit von einem Straßennetz entfernt. Okay, hier haben wir selbiges Problem. Das dachte ich mir schon. Deswegen mal schnell hier anschließen. So, okay. Ja, was ist denn jetzt hier los? Wieso soll das denn jetzt hier nicht funktionieren? Wenn ich fragen darf, die Straße ist zu kurz. Och nö, Leute. So, ja, da müssen wir vielleicht hier ansetzen. Gucken wir mal. Ne, so war es jetzt auch nicht gedacht. So eher. So, von hier. Und dann so, von hier. Ja, manchmal muss man hier schon kreativ werden, muss man sagen. So, so scheint es jetzt zu funktionieren, oder? Ja, oder nicht? Auch noch nicht. Zu weit von einem Straßennetz entfernt. Ja, dann sag mir das doch direkt, du Affe. Okay, vielleicht noch hier irgendwie, jetzt muss ich mir natürlich hier was ausdenken. Dann müssen wir hier mal kurz irgendwie einen Kreis oder so bauen. Ne, das geht ja auch nicht. Oh Mann, ey. Och, wie mache ich das jetzt, ey? Verdammte Axt nochmal, ey. Also ich bin schon der Meinung, dass man das erreichen könnte, wenn man denn wollen würde. Aber okay, ich habe eine andere Idee. Wir fangen an, hier einfach mal jetzt eine Straße zu bauen. Nee. Fangen wir hier mal an, eine Straße zu bauen. Und ich will mich doch gar nicht mit der verbinden. Ach, leck mich doch am Arsch, Mensch. Ja, das ist doch zum Kotzen. Der zeigt mir doch hier diese Verbindung eben an. Die wollte ich doch auch herstellen. Ach, kann doch nicht wahr sein. Kann ich hier irgendwie, bitte, irgendwie diese Straße wieder einbetonieren? Geht das nicht? Ich denke, das geht tatsächlich nicht. Abreißen. Ah, okay, das geht doch. Gut, 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 gut. Okay, bin ich zufrieden, wenn das geht. So, sehr schön. Dann müssen wir jetzt hier mal schauen, dass wir die Straße ein bisschen besser legen hier. So. Na, so. So wird es aber jetzt reichen, oder? Bitte? So reicht's. Ich glaube, das Ding ist hier irgendwie verbuggt oder so. Also das kann ich mir jetzt anders nicht erklären. Das müsste, irgendwann müsste das doch hier mal klappen. Zu weit von einem Straßennetz mit angeschlossenem Baubüro. Aber wir haben doch hier ein Straßennetz und hier hast du dein Baubüro. Ne, hier hast du dein Baubüro. Ja, das ärgert mich. Das ist, naja, Gold ist es nicht, ganz so schlimm ist es nicht, aber Eisen immerhin. Und ich würde da schon gerne dran, muss ich sagen. Okay, einen letzten Versuch unternehmen wir. Wir reißen hier diese Straße nochmal ab und beginnen jetzt mit dem Straßenbau direkt hier vor. So. So, machen wir das mal hier lang. Egal, wie es irgendwie funktioniert. So, den Rest kriegen wir dann schon verbunden. So, jetzt bist du zufrieden, ja? Immer noch nicht. Ja gut, dann kann ich dem Bergwerk jetzt eben mal nicht helfen. Das, was soll ich dazu jetzt sagen? Wenn es nicht klappen will, dann klappt es halt auch nicht. So, wir haben jetzt auf jeden Fall ein bisschen Geld hier zur Verfügung. Was bedeutet, wir können... Nee, das ist mir zu teuer. Der schnelle Bau. Das lassen wir mal sein. Wir gehen auf jeden Fall hier gerade einen ganz guten ich Weg. Ich bin so wütend. Ich kann nicht glauben, was gerade passiert ist. Das Schicksal war uns nicht hold. Unsere Rivalen aus Puerto Coco und Isla Roja haben gewonnen. Ihre Kombination war die absurdeste schlechthin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Zusatzzahl 7. Das war die einzige Kombination, die ich nicht angekreuzt habe. Das Universum lacht mich aus. Ah, dennoch haben wir ein kleines Sümmchen gewonnen. Danke, Schicksal, mich nicht komplett abzuschreiben. Du Idiot, dafür sollte ich dich hängen lassen. Aber na gut, was willst du machen? So, wir werden das Stahlwerk, das braucht nämlich zwei verschiedene Rohstoffe, um zu funktionieren. Deswegen werden wir dieses Werkchen mal hier hinbauen, glaube ich. Das relativ nah an den Hafen.
Da müssen die Sachen ja sowieso vorbei. Noch idealerweise wird es natürlich hier stehen. Ne, und das klappt sogar. Direkt neben der Rumdestillerie. Und dann funktioniert das eigentlich ganz gut. So, Geld machen wir momentan genügend. Jetzt müssen wir halt schauen. Jetzt werden wir gleich anfangen, Stahl zu exportieren. Damit das alles ein bisschen schneller geht, gehe ich jetzt hier mal. Ne, niemals, vergesse es. Aber die Bau... diese Baudings mache ich wenigstens hoch. Das sehe ich anders überhaupt nicht ein. So, einen letzten Versuch habe ich hier doch noch. Wir brechen den Bauvorgang mal ab. Setzen da nochmal ein neues Bergwerk rein. Und gucken mal, ob es jetzt funktioniert. Immer noch nicht. Dann brechen wir diesen Vorgang hier komplett ab. Und gucken.